aber mach den lautlos. Scheiße, Mann, das ist auch noch nicht lautlos. Vor allen Dingen fange ich direkt das Video mit Scheiße an. So sieht's nämlich aus. So, dann gehen wir auch mal ins Spiel, sonst sieht man nämlich gar nichts. Das finde ich auch mal so lustig. Der erkennt hier mit dem Programm, der erkennt halt im Hintergrund, dass das Spiel läuft, aber der macht halt dann nichts. Irgendwie. Ja. Also, das sieht irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Naja, so ist das. Da gucken wir doch mal, was wir für Vorteile haben. Da war es schon ewig nicht mehr, ne? Wir wollten auch eigentlich noch mal. Wir haben ja eben mal angeguckt. Was hast du angeguckt? Die Vorteile. Die Vorteile. Ja, mhm. Eigentlich brauchen wir auch nichts mehr von denen, ne? So ehrlich gesagt. Ja doch, wenn wir die Fuffi-Teile holen. Ja gut, wenn wir jetzt skillen auf Straße, dann muss ich nochmal umstellen. Beziehungsweise ja, aber auch was willst du denn noch? Was willst du denn überhaupt skillen? Nicht skillen, hör mal. Hör mir doch zu, weißt du? Also, weil du verstehst ja nicht, was ich meine, ja? Unglaublich. Hier, Teile kaufen dafür. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt sowieso erstmal aus dem HQ raus und fahr mit dem tollsten Auto, was es gibt im Spiel. Na? Total. So, wir haben gerade ja, 500 Zuschauer, deswegen sage ich gerade, dass wir gerade das letzte Auto gekauft haben. Ne? Weil es sind schon 500 Leute online. Scheiß gerade. Der Wagen fährt wie der letzte Dreck. Naja, also zumindest auf Hardcore. Das ist wahrscheinlich nur so ein Auto, was du auf normal sterblich fahren kannst irgendwie. Naja, gut. Und ich weiß jetzt auch, was du meinst mit der komischen Lippe und der Bremslippe da hinten. Mhm. Das ist schon wunder, ja, ne? Dass der Wagen nicht in Flammen aufgeht. Ja. Ich hab's eben noch gesagt, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ne? Wir wissen ja, LaFerraris gehen gerne mal in Flammen auf. La la la. So. Jetzt sehe ich, dass du online bist. Das ist auch schön, oder? Dass du zuschaust. Echt, das ist toll. Warum willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Das ist jetzt nicht normal, oder? Ey, jetzt fange ich hier einen Stream an und das Spiel schmiert erstmal instant ab. Das ist nicht normal, ja. Das ist witzig, weil du sagst das gerade und bei mir fährst du noch im Stream. Ja, natürlich, da ist natürlich eine leichte Verzögerung drin. Boah, lecco mio, ey. Leichte? Echt? Ja, das ist eine ziemlich dicke Verzögerung drin. Aber das liegt an Twitch, also das kommt nicht von mir. Jetzt siehst du, dass der Stream abgeschmiert ist. Jetzt, ich seh's ja auch. Also, Freunde da draußen, ist ja egal, weil guckt ja noch keiner zu, aber es ist echt unglaublich. Jetzt, wir sind die beiden, die zugucken. Ja, vor allen Dingen ist es ja so. Also guck mal, das ist so ein Bottle Virus 48, Junge. Dass jetzt die Prozessorlast beim Starten wieder auf 100% gerade ist und ich weiß nicht, was das Streaming-Programm dazu sagt. Aber du kommst schon an Retro Games ran. Mit 650 Millionen Zuschauern. Das denke ich, das wird bald passieren. Auf jeden Fall. Ach ja. Wie oft hat man das schon gesehen? Ja. Zu oft. Ich muss auch jetzt gerade mal hier euch nochmal auf Fraktionsmission schicken. Und dann, du bist noch online, ne? Mhm. Dann könntest du eigentlich, wenn ich dir gleich Bescheid sage, könntest du dann mal einen PvP-Lobby-Such-Dings starten. Ja, das wäre natürlich der Wahnsinn, wäre das. Damit wir hier ein bisschen zu was kommen. So, Chat aus. iPalmal ist jetzt online. Jo. Na, ich finde das echt ein bisschen schade. Also, weißt du, da hast du so eine Internetleitung und kriegst es trotzdem nicht gebacken, irgendwie High Quality zu streamen. Weiß auch nicht, das ist ein bisschen dämlich. Aber gut. Du bist noch da, ne? Du bist noch da. Gut. Was hast du wieder drauf? Hast du wieder. Wieder Delphi und Kinderwurst. Oh. Kinderwurst? Ja, lecker. Erdbeerkäse. Das. Spasti. Also, ich darf ja. Darf ich hier Leute. Wie ist das hier mit den Twitch-Regeln? Darf man hier Leute beleidigen? Du darfst keine Titten zeigen. Ach so, okay. Das ist ja blöd. Das trotzdem immer noch alle tun. Das ist ja blöd. Ist echt so, ne? Es gibt genug Streamerinnen, die, glaube ich, nur davon leben. Das sind die, ja. Die du so abonniert hast, ne? Glaube ich. Genau. Ja, aber voll viele, die auch LOL streamen und die spielen einfach alle eigentlich richtig scheiße. Aber wir hätten nur geguckt, weil die Titten haben. Ja, so ist das Leben, ne? Das ist mein Nachteil. Ich meine, das ist. Hätte ich. Du hast wieder die Fraktionsmission einfach als einziger nicht geschafft. Ja, du hast bei mir nur noch irgendwie 0% oder so, ist auch Sturm. Ja, hast du ja eben auch. Deswegen hast du auch nicht geschafft. Ich hätte es gar nicht losschicken wollen, aber jetzt bist du wieder auf 92, ich weiß auch nicht, was da los ist.
So, was haben wir hier noch? Das ist eigentlich ganz lustig für dich. Jetzt siehst du, was ich mache. Aber halt zeitversetzt. Und ich sehe nicht, was du machst. Du könntest ja eigentlich auch streamen. Dann können wir einen Partner-Stream, könnten wir theoretisch aufmachen. Aber ich glaube, bei deiner Internetleitung kackt's ab. Ich weiß nicht, was du wahrscheinlich. Ein Scheiß. Scheiß hast du? Ein Upload, kein Upstream. Ja, Upload und Upstream, also Upstream-Rate würde ich das auch nennen, ja. Das ist, same, Prozedure, ne? Kennst du? Achso, ich sollte was tun. Ich guck grad gebannt auf meinen eigenen Stream und denk so, hä? Hä? Cool, cool. Und tu einfach selber nichts mehr, das ist auch gut. Jens, da kommen keine Leute. Ich weiß, das ist lustig, vor allen Dingen, weil eben ein Kollege ja sich noch auf Facebook beschwert hat, dessen Namen ich jetzt gerade nennen würde, aber ich sehe ihn nicht, dass der Stream schon wieder offline ist. Und jetzt guckt er mich, Unverschämtheit. Ne? Aber wir müssen trotzdem aufpassen, weil das wird alles aufgezeichnet, was wir tun. Das kann ich im schlimmsten Fall löschen, aber das, machen wir nicht. Ich sag, wow, 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 Ferrari kaputt. Im Arsch. Bist du jetzt mal da oder was? Dann mach doch mal, mach mal hier mal. Von der NSA. Mach mal hier PvP-Lobby bitte an. Ja? Damit wir mal ein bisschen hier, dankeschön, was zustande bekommen, statt dass ich hier sinnlos mit einem hässlichen Auto durch die Gegend fahre. Das macht nämlich nicht so viel Sinn. Bist du wieder so leise? Jetzt weißt du, jetzt muss ich mich auch noch. Lobby. Lobby? Bist du in der Lobby? Ja. Traum. Ja. Jetzt muss ich theoretisch ja, weil jetzt beschwere nicht nur ich mich, dass du zu leise bist, eventuell, sondern auch andere Leute. Und die Lobby schmiert. Die anderen Leute Pech. Ja. Die Lobby schmiert nicht mal ab. Bis jetzt. Dann gucken wir mal, was da so draus wird. Da ist ein 9000er drin. Ob der wohl was kann? Hm. Hauptsache, ich bin im Rang 4000 über dir. Ich glaube, das kommt von der RAM-Action letztens. Oder von gestern, wo ich noch alleine gespielt habe. Das kann auch sein, ja. Aber bei der RAM-Action war ich ja die ganze Zeit nur hinten, weil ich irgendwie Käse gebaut habe. Ja. Ich habe auch vergessen, muss ich sagen, vor dem Stream Deutsch zu schreiben. Das ist nämlich ein bisschen assi, weil es kommen teilweise vielleicht auch Leute einfach nur so rein, die dann merken, dass wir Deutsch reden. Das ist bei den meisten unbeliebt, wenn sie kein Deutsch sprechen. Ja. Ah, mein Kaffee ist fast leer. Erziele das beste Ergebnis, um Crewleiter zu werden. Komm, machen wir doch. Und direkt fährt mein Hammer mit. Ich muss gerade noch. Schreiben. Was musst du? Schreiben. Unverständlich. Aber man merkt, man sagt nichts. Auch jetzt sehe ich wieder nichts hier. Toll, jetzt ist Stream noch in der Lobby. Ja, ich weiß, aber ich sehe vor allem hier gerade gar nicht, wo ich fahre, weil hier alle Leute wieder in mir drin hängen. Vor allem der Hammer. Das ist ein bisschen mehr. Und ich gucke die ganze Zeit auf den Stream rüber. Ich muss mich daran gewöhnen, das zu lassen, weil das irritiert mega. Ich wurde nämlich gerade überholt, weil ich rübergeguckt habe. Idiot. Jetzt bin ich letzter. Wird wenn dann überholen, wenn ich auf mein Handy gucke oder ne? Ja, du könntest auch einfach deinen Ton ausstellen. Das hört man doch nicht. Natürlich hört man das. Ich höre das auch immer. Mir geht's ja auch immer auf den Sack. So. Ja, die Leute, die nicht zugucken, die erfreut das. Richtig. Das ist tatsächlich gerade der 9000er. Der 9000er Typ, der vorne ist. Aber hört's doch. Nein, ich wollte eigentlich durch die Palme. Also, willst du mich verarschen? Ich kann nicht streamen. Also, wenn die ganze Zeit mein Anzeigentreiber abschmiert dabei, dann macht das nichts. Hauptsache, ich stream eben die ganze Zeit und nichts passiert und jetzt spielt man Spiel die ganze Zeit ab. Ey, willst du mich eigentlich? Das weil ich mitfahre. Ja, höchstwahrscheinlich. Und das, weil ich gerade auch noch, weißt du, da bin ich in der PvP-Lobby. Wenn wir da trennen, komm raus. Wird wohl auch nichts im Streamen. Muss ich leider lassen. Das ist nicht feierlich, ey. Ich krieg hier echt Kollaps. Ich wollte das Spiel ja eigentlich nicht schlecht machen, ne? Aber, also... ist schon bitter. Sagen wir mal so, ist schon bitter.
dass das passiert. So, Vollbild. Selbst dabei bleibt es hängen. Ich glaube, ich sollte eigentlich wirklich streamen. Dann mischen wir das Spiel wenigstens nicht ab. Das stimmt. Wobei, manchmal kriegst du Bluescreens, also von daher. Es lag zwar, es hakt dann, aber egal. Meinst du? Eigentlich nicht. Im Endeffekt hast du theoretisch da das. Und der Spiel Stream sieht katastrophal aus. Was sieht katastrophal aus? Mein Stream? Nee, mein Stream, wenn ich dann streamen würde. Ach so. Ja, das einzige Problem, was du eigentlich hast, ist die Bitrate. An sich, also die du nicht zu hoch genug stellen kannst, weil du dann mit deinem Upload halt Probleme bekommst. Aber ansonsten ist dein PC eigentlich sogar leistungsstärker als meiner, weil das Spiel zwar prozessorhungrig ist, aber deiner ist ja eigentlich genauso stark wie meiner. Fast. Fast ist das so. Und deine Grafikkarte. Ich habe eine schöne Grafikkarte. Richtig. Komm mal aus der Lobby dann irgendwann, ne? So. Ja, in der zweiten Runde. Ach du Scheiße. Ja, dann nicht. Dann halt nicht. Hab ich schon wieder nichts zu tun, ja. Es ist auf jeden Fall. Das sind 400.000 mehr als ich, ne? Ich hab, was hab ich gerade? Ich habe 659.920. Hast du. Boah, du bist so ein Arschgesicht, du siehst das ja. Das kann sich ja gar nicht mehr. Kann sich ja gar nicht mehr an der Nase herumführen. Zu sagen. Ja, hat auch was, ne? Also, normalerweise guckst du ja immer irgendwelche Serien oder anderen Streams von irgendwelchen komischen Leute-Spielern, ich ramme ein Auto. Und jetzt... Das ist ja eigentlich auch interessant, ja. Paul, nein. So, nicht. Doch. Gestern war lustig, als ich das Standing geguckt hab. Und die Folge zu Ende war, hat's immer mein Spiel minimiert, das war dann immer brennen, so optimal. Das kann ich mir vorstellen, ja. So, was mache ich denn? Ich will jetzt nochmal den schönen Wagen fahren, der das schöne Dragkit hinten dran hat, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendeinen alten 67 hinten. Mit irgendwas 67. Oh, ich glaube, ich repariere vorher mal gerade den LaFerrari, weil den habe ich eben halb kaputt gefahren, sozusagen schon fast. Boah, wieso lauert das eigentlich so lange, Freunde? So, da ist er doch. Ne, nicht der Standard. Ne, wir nehmen besser den getunten. Ich würde sagen, du kannst mir auch langsam mal das Geld überweisen für die drei Autos, die ich nicht haben will. Genau. Das Fahrzeug ist bereits repariert. War ja klar, ne? Ist also eigentlich immer logisch, dass das so ist, wenn man es drauf anlegt. So, wo ist die Karre jetzt? Die müsste ja eigentlich hier irgendwo rumpimmeln, könnte man sagen. Da ist er doch. Da ist das gute Stück. Traum verlassen. Nee, es ist nicht das gute Stück. Schade. Du hast mich angelogen. Ist es mal langsam aus der Lobby raus, oder was? Oder? Wird das, wir sind mit dem Rennen fertig. War das denn? Ja, wo ist er denn? War einfach ein Pokémon-Stream, da krieg ich mehr Zuschauer als du. Das könnte sein. Ach scheiße, da fahren wir von dem durch die Gegend. Mal ein bisschen driften. Ich finde es auch gut, dass wirklich, dass es fällt mir im Stream also gerade mehr auf, dass der Ladebildschirm hier eigentlich immer. Oder nachdem der Ladebildschirm fertig ist, dass hier immer kurz ein Blackscreen kommt. Das sieht mir so aus, als wäre der Screen abgeschmiert oder so. Dabei ist es einfach nur der Ladebildschirm. Ja. Du suchst direkt neu dann, ne? Ding, 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 ding. Die Töne doppeln sich hier. Ich dachte, du hast deinen Ton aus beim Stream. Ja, hab ich auch eigentlich. Das war gerade vom Spiel ein Fail, nicht vom Stream. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ein The Crew Stream relativ unüblich ist. Relativ. Also ich habe gestern mal so ein paar Russen zugeschaut, da hatte auch immer so glatte 5 Zuschauer. Das ist natürlich was, ne? Ich das müsste ja eigentlich.
Eigentlich müsste ich ja Battlefield streamen, aber nee, das wird peinlich. Wenn das nicht funktioniert. Ja, stimmt, wenn du das streamst, wäre das peinlich, ja. Ohne Witz, wie viel spielst du schon hast du mittlerweile bei Battlefield 3? Kaum Wölfe. Warum eigentlich? Das verstehe ich bis heute nicht. Wow, hab ich nie so wirklich gezockt. Ja, richtig. Aber das verstehe ich bis heute nicht. Weil es definitiv die bessere COD-Alternative ist. Könnte man sagen. Ja. Den du gerade fährst, also den Fastback ist das, glaube ich. Den finde ich ehrlich gesagt doch nicht so schön von ihm. Nee, vor allem mit dem Carbon, was ist das? Hier steht einfach mal. Einfach mal irgendein Poller mitten auf der Fahrbahn. Einzeln. Dann finde ich den. Der BG-Tiff wesentlich schöner. Ich habe eine Idee. Ich fahre jetzt gegen den Poller. Aber von. Warum steht der hier mitten auf der Straße? Willst du mich verarschen? Was ist das? Gott. So, jetzt hier voller Anlauf von hier hinten und dann gucken wir mal, wie weit die Karre denn fliegen kann. Wenn sie denn fliegt. Wenn sie überhaupt vorwärts fahren würde mal, das wäre auch mal ein Traum. So. Müssen wir jetzt schon wieder. Bäm! Ah, okay, sie fliegt nicht. Schade drum. So. Geht denn hier ein Poller? Da. Da. Warum? Sag mir bitte, warum? Zur Deko. Ja, ich glaube, da hat ein Game Designer ein bisschen verkackt. Das Auto hinter mir. Ja. Ich wollte auch lang fahren. Gott, ey. Ein rücksichtsloser Fahrer. Ja, und jetzt ist der Bulle wieder weg. Oh Mann. Guck, den hier finde ich schöner, den ich fahre. Ja, das stimmt. Eigentlich. Ja, 279 Kilometer. Zählt der bei dir die Kilometer, behält der die? Ja, anscheinend schon. Also bei mir setzt er die eigentlich nach jedem Spielstand wieder auf Null zurück. Und habe ich denn da mal mit drin? Na, kann ich mal nachgucken. Ja, 369. Das stimmt aber definitiv nicht. Aber trotzdem habe ich da, wie gesagt, immer Null oder so. Also müsste eigentlich noch 50er Teile springen, also Tempo-Bonus, aber nee. Ich hab ehrlich gesagt nicht so Bock drauf gerade. Wir haben keinen Bock auf Klettern. Oder das auf Beuten. Kann ich verstehen. Aber ich wäre auch mal dafür, dass die Lobby mal langsam irgendwie was gebacken kriegt. Das wäre doch mal ein Träumchen. Ja. Eigentlich. Ist das der Wagen mit dem Drag-Kit? Ich glaube ja. Der Wagen mit dem Drag-Kit ist der. Nein, wo haben wir den? Schon ausgewählt. Und der war es nicht. Ne, das ist der alte. Keine Ahnung, was das war. Also nicht der 69er, 1967er Shelby GT500, das ist der nicht. Okay, das ist er nicht. Das ist der. Das. Den haben wir auch. Das ist der. Ja, der Dodge Charger war's. Das ist der. Aber ne, der RS hier, 1969er, das ist auch. Doch, der ist es. Ja, sag das doch! Da ist er doch. Das geile Ding hier. Ich finde, der hat was. Ja, Lobby, Chris ist geschissen oder wird das bei dir heute nichts mehr, Lobby? Immerhin, ne? 0 von 4 spricht für die Lobby. Ja? Und gleich kommen wir dann wieder Lobby undefined. Weil es so viel Spaß macht. Frag mich auch gerade, ob wir vielleicht neu anfangen sollten zu suchen oder ob wir es besser lassen und es weiterlaufen. Gerade ziemlich schwer zu sagen. Mag die Muscle Cars eigentlich. Ja.
Ja, ich war jetzt noch nie so der Fan, werde es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Außer von meinem Dragkid-Monster hier. Welches das? Ach, der, wie heißt er? Warte, ich guck mal gerade in den mobilen Tuner rein. Der RS 1969er, der Chevrolet Camaro. Ist das. Das ist bei was? Ist das Performance? Performance ist das, ja, das ist ein Performance-Wagen. Hab ich den denn hier, da? Weiß ich nicht, der ist eigentlich, über den anderen 1969er, über dem Charger. Ja, der ist vor allen Dingen, also die sind sortiert in der Liste, jo, ram ihn, sind die sortiert nach dem Kaufdatum auch, sobald du die noch nicht aufgetunt hast, und das haben wir beide nicht, soweit ich weiß. Ja. Gerade. Schauen wir mal gerade. 2,1 Kilometer haben wir von dem weg. Ja, ich port mich mal gerade, wenn die Maus hier nicht so rumspacken würde. Blitzreise. Hey, du bist sogar sichtbar, du bist nicht unsichtbar. Boah, nice. Der absolute Wahnsinn. Ja, Traumbild. Absolut, ich müsste mich nur weiter entfernen. Boah, ein Wahnsinn. Abgesehen davon, dass meine Karre schon ein bisschen kaputt ist. Lobby. Was hältst du davon, wenn wir. Du bist in der Lobby? Ja. Warum? Warum, Spiel? Sag mir bitte, warum? Ja, komm mal raus und dann suchen wir nochmal neue. Ja, ist doch komisch. Nicht normal, ist das. Machst du? Das müssen wir gleich, wenn es gar nicht geht, dann müssen wir halt nochmal Gebiet wechseln oder so. Dann können wir halt nicht in Miami fahren. Du kannst mir gleich mal sagen, bitte, wie viel Punkte du hast. Genau, 63.000. Ich guck grad mal rein. War ja eigentlich auf dem Bild, was ich dir gestern geschickt habe. Ja, meinst du, ich guck das jetzt nach oder was? Ja, mein Handy nervt mich gerade selber. Siehst du mal. Oh, ich habe erst 54.000. Na, dann dauert das noch ein bisschen im Rang aufsteigen. Hä, so viel habe ich gar nicht gestern Nacht gezockt. Ja, ich weiß auch nicht, was du machst. Ich habe nur 4-5 Folgen geguckt und dabei gezockt. Cheaten oder so? Aber was spammen die hier gerade die Gruppe voll? Ja, das fuckt mich doch gerade auch ab. Ja. Hier, Leute, lasst es doch. Immer derselbe Schmarrn. Was fahr ich hier? Egal. Machen wir einfach sinnlos. Das ist der Paul. See. Haha. Hauptsache, du bleibst nicht entstehen einfach. Haben sie noch gezogen? Also. Nö. 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 Lass mich. Nö. Nö. Upsala. Oh. Ist so schön. Kaputt. Kubus. Auto. Kubus. Wenn man nach hinten guckt, beim Vorwärtsfahren ist das immer gut. Ja, lass uns sinnvolle Dinge tun. Definitiv. Gibst du eigentlich gerade Gas oder machst du gar nix? Arschloch. Eismann! Ah ne, Chicken Mann. Chicken Waffeln. Wer tut denn auf seine Waffeln Chicken drauf? Ekelhaft. Aber die Mucke ist geil. Ich will auch so eine Mucke. Leute bangen wieder durch die Gegend. Jetzt bleib ich noch nicht dran hängen. Ja, hässlich. Hässlich! So, immer noch 0 von 4. Ja? Immerhin. Wir sind schon wieder 2,5 Minuten. Gott! Wahrscheinlich wäre eine 8er Lobby schneller gegangen. Nee, ich glaube nicht. Weniger. So, wir meinen jetzt ein Straßenrennen, habe ich gehört. Ab der nächsten Ampel. Ich weiß nicht, wie lange es gerade ausgeht. Oh, überhaupt nicht. Wir fahren links. Wir fahren da los, weil sonst geht es nicht geradeaus. Das macht keinen Sinn. So. Warum habe ich Autos auf meiner Spur und du nicht? Wo bist du eigentlich? Neben dir.
Achso, ja, okay, alles klar. Ich kann leider nicht auf der Stelle beschleunigen, weil der rutscht immer nach vorne. So, 3, 2, 1, go! Und ich hatte einen Flugschlag. Bin ich wirklich schneller als du? Ich gebe kein Nitro gerade. Ja, du bist schneller als ich. Was ist das? Performance, deine Der Karre? SLS. Ist das der Das ist der Rennwagen oder? Performance, der SLS. Wie lustig ist das Der denn? ungetunte. Hauptsache der, ja, der ist ja auch ungetuned. Ja. Hauptsache der ist einfach langsamer. Oh, ich hab im Auto gerammt. Jetzt gebe ich Nitro und jetzt bin ich Auch. gesprungen und jetzt geht's. Und ich fliege. Dick in die Hose. Ja, yeah, richtig. Kaputt. Echt langsamer. Ja, der wirkt auch eigentlich immer so, als würde er nicht vorwärts kommen. Königsegg. Ich wechsle jetzt auch nochmal die Karre. Ich repariere ich meine vorher. Mal wieder. Ich fahre mich jetzt ein bisschen Aston Martin. Weil der kann man mit dem, ja, hauptsächlich machst Sollen du wir wieder nicht noch kaputt. ein bisschen durch die Gegend fahren? Wieder Was unten. tun wir? Sollen wir Was diesmal tun in Seattle starten und nach unten fahren? Du bist unsichtbar auf jeden Fall. Du auch. Lass mal nach. Reiß mal nach Seattle. Nach Seattle? Wo ist der Ja, oben Schmarrn? links. Wo ist der Schmarrn? PvP-Lobby. Wo? Oben links, ganz oben links in der Ecke zur PvP-Lobby. Okay. Krieg ich hin. Schaff ich. Blitzreise. Du bist Dings Leiter, oder? Dann setz mal einen Punkt. Wir fahren durch Schnee, oder? Dann setze ich erstmal einen nach Chicago wieder. Ah. Was nehme ich denn für eine Karre? Ja, ich überlege gerade auch, was für eine Karre nehme. Ich habe eigentlich keinen Bock auf den Tank. Ja, eben, deswegen. Ich könnte eigentlich auch. Naja, der Rennmini, der ist auch ein Wir bisschen nehmen kacke. wir die gleiche. Ich will mit dem Hammer fahren. Mit dem Geländehammer. Hammer! Ne, mit dem Performance-Hammer. Ne, der Mann, ist das ein ist bisschen. kaputt. Du machst deine Autos alle kaputt. Wir können mit dem BMW fahren. Dein Du Ernst? musst mal hier bleiben. Welche Karre nehmen wir jetzt? Ja, ich nehme jetzt einfach sag mal an jetzt. Ein Rallye-Wagen. Okay. Ach, den Nein. BMW meintest du, oder was? Nee, ich meinte eigentlich den Z4 Straße. So, Aber okay, eigentlich dann nehmen wir nicht. jetzt den. Wo ist der Junge? Da. Nee. Alles Wie klar. hässlich. Natürlich ist der hässlich. Nee, So. will ich nicht. Ich will den 5 Shelby 500 GT fahren. Ist das Performance? Ja. Ja, dann komm mal 2013, mit. ne? Dann machen wir einfach hier beim Fahnenwechsel. Was fährst du? 2013 Shelby GT 500. Ja, wo ist der denn? Ich weiß Oh, es auch weiß ich nicht. nicht. Da ist er. Okay. Gut. Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Tut mir leid. Ich gehe jetzt mal in die in the Cockpit-Ansicht. Da ist es ein bisschen leiser drin. Da muss ich dich nicht so sehr ertragen. Okay, du bist gar nicht leiser. Verdammt. Ja. Das geht schief. Ah, doch nicht. Ah, doch. Ja. Nein. Wir könnten natürlich theoretisch auch auf Dings fahren, auf alle Fahrhilfen, aber das wäre ja langweilig, ne? Aber jetzt sieht man die Drifts ja gar Ja. nicht. Ah, so. Oh. Oder? War schon ein bisschen weit im Arsch raus. So. Schöne Landschaft hier. Ein bisschen Eifel-Feeling in Amerika. Entschuldigung, so fahr ich immer. Ist noch ganz normal. Ist wie im öffentlichen Straßenverkehr. Die sind mit zu viele Autos. Ja, das fehlt noch so ein bisschen wie bei GTA, dass man hier die Verkehrsdichte runterschrauben kann. Dann wird einem das Ganze nicht so auf den Geist gehen. Uns hat gerade jemand begrüßt. Oh, nee, war 6.25 Uhr. Das ist schon. Ah, das ist 3 Minuten her. Guten Tag, Oh. Matt Knaff. Knuff? Matt Knaff. Hallo, Matt Matt Knaff. Knuff. Matt Matt Knaff. Wir wissen nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Das musst du uns leider mitteilen. In Lautsprache. Ich kann die Lautsprache aber nicht. Und du kannst es in Lautsprache schreiben und wir versuchen es dann mal. Ich habe Probleme bei The Crew. Vielleicht wisst ihr Abhilfe. Inwiefern hast du Probleme? Also, inwiefern hast, was hast du für Probleme, Alter?
Also Probleme hat nämlich erstmal jeder bei The Crew, muss man an der Stelle mal sagen. Bei mir zum Beispiel schmiert die ganze Zeit das Game im Grafiktreiber ab. Warum auch immer. Scheiß Grafikkarte. Das bleibt hängen und dauernd 0 FPS. Das ist jetzt ein Fehler, der ist wirklich schwierig einzuschätzen. Also generell würde man nämlich eigentlich sagen, so ja, kann alles sein. Es ist wirklich so, weil so ein Problem, Grafikkarte, Prozessor, Arbeitsspeicher, kann es theoretisch fast alles sein. Ich würde allerdings eher davon ausgehen, dass das Ganze mit dem Spiel zusammenhängt. Aber das darf man natürlich nicht so laut sagen. Die Frage ist wirklich, ob du so diese Standarddinge schon gemacht hast, so nach dem Motto, Grafiktreiber komplett deinstalliert, alles runtergeschmissen, komplett mal die Registrie gecleant von dem ganzen Schmarrn und so, nochmal alles neu installiert hast. Also Grafiktreiber wäre das erste, was ich sagen würde. Er hat High-End-Hardware. Okay. Das hab nicht mal ich. Dann ist doof. Das ist doof. Ja, das ist in der Tat doof. Deswegen sage ich, genau das ist das, was ich sagte. Das ist auch der Grund, auch bei mir. Also, das Spiel schmiert meines Erachtens komplett ohne Grund ab. Weil ich habe zwar keine High-End-Hardware, heißt das Zeug. Weil ich habe immer noch eine 660 Ti in meinem Rechner. Trotz des Intel 497K ist die Grafikkarte theoretisch jetzt nicht die allerstärkste. Aber das Spiel packt die an sich ja auch locker. Nur schmiert zwischendurch das Spiel einfach trotzdem ab. Und bei meinem Kollegen hier, Dankeschön. Dankeschön. Ich habe mich instant so wieder gerade gedreht. Ist es auch so, dass zwischendurch einfach Blue Screens ausgelöst werden von dem Spiel. Also das ist eigentlich auch eher untypisch. Es macht schon seine Problemchen. Okay, du hast also komplett neu aufgesetzt. Und das Spiel stürzt nicht ab. Ja, du sagtest, das freest jetzt. Das freest, richtig. Freest es denn immer so zur selben Zeit oder was? Oder kannst du mal 10 Minuten spielen, dann wieder nur 3 Minuten, dann wieder eine halbe Stunde oder was? Oder ist das immer so dasselbe? Jetzt mal warten, bis der Stream ankommt. Gefühlte 2 Minuten. Ah, okay, da hat das schon geschrieben. Er hat schon die Antwort gegeben. Das ist, was ich frage. Interessanterweise. Hast du mal, also was ich an deiner Stelle mal machen würde, du sagst ja gerade, du hast High-End Hardware, würde ich mal jegliche Temperaturen, die man so im PC messen kann, sprich Prozessor, sprich Grafikkarte, mal überprüfen und gucken, was da so bei abgeht. Ja, also nicht, dass du vielleicht sogar ein Temperaturproblem hast, weil da ist es dann generell so, dass der PC sich eben selber schützt. Im schlimmsten Fall eben in den Bluescreen geht. Aber je nachdem auch einfach nur die Anwendung crasht oder sonst was tut. Das kann alles sein. Ja, diese Lobby, ne? Echt? Also diese nicht vorhandene Lobby, das ist schon bitter. Also dass die Temperaturen sind auch in Ordnung, ja. Alle anderen Spiele laufen, ja. Es ist genau das, was ich eben am Anfang schon meinte. Also es ist schon bekannt, ja, und das Spiel war ja auch viel in der Kritik und ist es auch immer noch, dass es hier den einen oder anderen Bug gibt, der bis heute nicht so ganz behoben ist. Ja, es gibt ja auch immer noch viele Verbindungsabbrüche, muss man jetzt mal sagen. Und auch wie gesagt, einfach auch bei uns sind Game Freezes oder sowas ähnliches oder das ist einfach Abspielen in der Tagesordnung. Weil wenn du sagst, dass du mit deinem PC generell keine Probleme hast, nur bei dem Spiel, dann kannst du es eigentlich von Anfang an auf das Spiel schieben. Das ist insofern schade, dass man sich das eigentlich gerne mal angucken würde und vielleicht doch mal ein bisschen zocken würde, aber das ist echt die Sache, ne? Oh, Entschuldigung. Ich habe dich bei mir wieder nicht wirklich berührt. Also das mal wieder... Ich bin voll nicht reingefahren. Mal wieder... Ist ja eigentlich, könnte man sagen... Ey, siehste? Und bitteschön, Kollege. Du hast es live erlebt. Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt. Das ist ein Traum. Was ich auch nur bei diesem Spiel habe. Die Grafikkarte funktioniert überall wunderbar und ist auch nicht an ihrer Belastungsgrenze hier. Wobei man ja sagen muss, dass eine Grafikkarte generell immer hochtaktet. Und was ist gerade passiert? Du wirst es gleich im Stream... oder wirst du es jetzt schon im Stream sehen?
Nee. Das Spiel ist abgeschmiert. Doch, gerade schmiert es ab im Stream. Ja, dann bin ich noch weit hinterher. Ja, das ist ja normal. Also gerade sieht man auf dem Stream, zumindest bei mir jetzt, dass nichts mehr läuft. Ein Traum. Starten wir also erneut. Bei ihm lief die Ich Beta start auch bombig. mal neu. Ja, das kannst du theoretisch mal tun. Vielleicht finden wir dann wieder ein Lobby. Das ist auch so eine Sache mit dem Lobby finden hier. Es hilft für gewöhnlich, das Spiel einfach neu zu starten. Dann findet man auch wieder Lobbys und vorher nicht. Warum auch immer. Ja. Aber wie du siehst, bist du nicht der Einzige, der mit dem Spiel Probleme hat. Das ist jetzt auch, das hat überhaupt nichts mit dem Livestream oder so zu tun. Also das tritt einfach relativ in Anführungsstrichen regelmäßig auf. Mal stundenlang nicht, mal wie gerade in dem Stream schon 10.000 Mal hintereinander. Ja, so ist das. Mein Stream ist immer noch schwarz. Nö. Echt? Ubisoft. Ah. Ich finde es auch interessant, dass der Stream bei den Leuten Oh cool, heute Abend unterschiedlich ist weit ist. LCS. Was ist heute Abend? Wieder LCS. Was ist das? Interessiert dich nicht. Das war mir klar. Ja, natürlich. Also wenn das Spiel nach 2 Minuten immer freest, dann ist es wirklich komplett unspielbar, das stimmt. Das muss man sagen. Also was natürlich auch der normale Weg dann wäre in deinem Fall, aber ich kann verstehen, dass du von Anfang an das schon nicht gemacht hast wahrscheinlich, wäre natürlich den Ubisoft Support anzuschreiben. Du kriegst dann auch nach 2 Wochen eine Antwort Wenn mit überhaupt. den Standard. Du kannst in deine Nachricht kannst du reinschreiben, ich habe bereits den kompletten PC neu aufgesetzt, alles neu installiert, dies und das und jenes, habe keine Temperaturprobleme, habe das und dies und jenes nicht und trotzdem kriegst du die Antwort wahrscheinlich mit, bitte installieren Sie Ihren Grafiktreiber neu. Das ist wahrscheinlich die erste Antwort. Ohne was weiteres. Ja, das ist. Ach, die Idioten sind schon am Spiel. Da muss ich leider deinen Stream jetzt ausmachen Ja, jetzt. Unverschämtheit, Junge. Guckt er sich hier irgendwelche komischen. Was? LOL? LOL-Matches Ja, an. naja. War mir ja klar. Ja, LCS. Warum sagt eigentlich mein Twitch bei der Streaming-Qualität, dass das letzte Mal vor 41 Minuten überprüft wurde und sonst überprüft er das mal alle 5 Minuten? Und warum labert der von hervorragend, wenn ich meinen eigenen Stream sehe, wie er aussieht? Naja, egal. Qualität hervorragend. Ach so, ja. Das kannst du tatsächlich schreiben, dass du nichts mehr bei denen kaufst. Das schreiben schon ziemlich viele. Aber ich meine, es ist im Endeffekt, also ich weiß nicht. Also ich mache mir da schon gar keinen Kopf mehr drüber über sowas, weil das ist eigentlich der Standard heutzutage. Also das, was man früher, wenn man jetzt schon, ich nehme mal an, dass du auch, wenn du sagst, du hast einen High-End-PC, dass du schon länger im Bereich Gaming unterwegs bist. Das, was man früher mal hatte, das gibt es einfach nicht mehr. Ja, es gibt es nicht mehr, dass ein Spiel auf den Markt kommt, was funktioniert. Und das eigentlich von keinem Publisher. Es gibt auch kein Spiel mehr, wie es früher war, ohne Microtransactions und Gedöns und ach, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist so schade. Man merkt an vielen Spielen einfach, und das nicht nur bei Ubisoft, sondern bei jeglichen Publishern einfach, dass entweder generell schon zu wenig Liebe ins Detail gesteckt wurde, oder Du man merkt müsstest mal einfach stehen bleiben, ne? ganz klar, ja, kann ich machen, dass der Publisher die Entwicklerstudios förmlich dazu zwingt, ein Spiel auf den Markt zu bringen, was es nicht verdient hat, marktreif genannt zu werden. Ja? Und dann werden, wie bei The Crew, dann auf einmal ganze Release-Termine verschoben, um 30 Jahre nach hinten. Und es hilft trotzdem noch nichts. Theoretisch hätte der Release-Termin, wo das Spiel herauskam, noch nicht mal mehr genannt werden dürfen. Hätte vielleicht noch mal ein Jahr dranhängen sollen. Das wäre vielleicht gut gewesen, aber naja. Ja, das stimmt. Unspielbarkeit. Bei vielen Spielen. Und das auch, ja, keine Fixes. Es ist so. Ja, also, und das schafft Electronic Arts genauso gut. Ich meine, und ich habe heute wieder den News gelesen. Normalerweise sind es ja immer die
Dad-Firma des Jahres, ja. Das haben sie ja letztes Jahr nicht geschafft und jetzt kommt ja das neue Need for Speed für, man halte sich fest, für die mobilen Gaming-Systeme, ja, fürs iPhone, fürs iPad, für Android-Geräte und so weiter und so fort. Das, was man so braucht, ja. Und jetzt soll man sogar fürs Tanken bezahlen, ja, per Mikro-Transaction, ja, ich erfinde neue englische Wörter. Ja, ich bin Englisch ein ziemlicher Pro. Du musst soll man bezahlen. Machen, du bist Crewleiter. Achso, was muss ich machen? Zur PvP-Lobby in Chicago. Alles klar. Das machen wir doch. Wegpunkt setzen. Ja. Das heißt, du kannst praktisch nicht fahren in diesem Rennspiel, ohne dass du dafür bezahlst. Oder du wartest halt eine gewisse Zeit. Das ist halt... Es ist eigentlich unglaublich. Ja, es ist ein Level, was man so nicht gebrauchen kann. Aber sie versuchen halt immer was Neues und irgendwie... Also es ist halt einfach so, die Branche, die Publisher, die nicht die fetten Spiele machen, die verdienen sich im Endeffekt die goldene Nase sozusagen und das sehen die großen Publisher und wollen das Ganze mit fortlaufender Bezahlung, das wollen die auch, ja, weil für die ist es ja blöd, wenn sie einmal 50 Euro für ein Spiel bekommen und das war's dann. Da haben die keinen Bock mehr drauf. Die Zeiten sind halt leider vorbei. Und ich meine, jetzt ist es so, dass viele Videospiele deutlich mehr kosten als ein Spielfilm. Das war ja auch in den Nachrichten, aber... Naja, gut, wir verabschieden uns, ja. Also von dir, in dem Fall. Tschö. Spiel mal, Ich muss mal LOL spielen. Genau, spiel mal LOL, sagt mein Kollege. Mach's nicht, ja. Alles klar. Bis dann in der Hause rein. So. Sind wir wieder alleine. Wahrscheinlich sind wir jetzt gleich wieder alleine, ja. Das, könnte durchaus sein, ja. Weil meine... Ich geh jetzt bestimmt auch LCS gucken. Und deswegen dein Stream aus. Also ich hab ihn ja noch mal angeguckt, laufen, aber... Gott, ey. Du bist wieder viel zu leise. Ich könnte wieder. Ich könnte wieder ausrasten. Na, lass. So wie es aussieht, kommen wir vielleicht gleich in eine Lobby. Das wäre ja mal cool. Aber, ne, wenn wir schon bei 3 von 4 sind, es geht wahrscheinlich... gleich wieder backup. So, Lobby. Bist du an der Lobby? Mhm. Endlich, dann hoffen wir mal, dass es nicht undefined ist. Und dass wir ein bisschen was zocken können. Warte auf Spieler und du darfst die Map auswählen. Ich würde erstmal ohne Collision machen. Sonst sind wir die Leute direkt wieder los und sind nicht Erster. Vielleicht nicht, man weiß es nicht. Ich hab schon 30 Mal gesagt, ne? Aber sie könnten sich die Zeit beim Event auswählen sparen und die dafür beim Auto auswählen drauf tun. Das ja. Wäre mal. Das wäre ja zu einfach. Zu einfach. So, was geht denn ab? Gruppe, Gespamme, sonst nix. Alles klar. Hab ich nicht gelesen. Ne, ich auch nicht. Nicht so wirklich. So, Multiplayer-Action, endlich. Guck mal, was die so drauf haben. Der eine hat einen Mutschi, glaube ich, ne? Was hat der da? Halt. Mir nicht. Bei mir sind es auch 23,1 Grad. Ja, das ist ja für meine Verhältnisse warm. Sehr warm. So, hinten starten wir. Ist ja logisch, dass wir hinten starten. Ne? Warum auch nicht? Ich habe gestern auch die ganze Zeit gewonnen. Ich bin trotzdem weiter hinten gestartet. Das war auch interessant. Und die haben sich auch voll über das Spiel geschert die ganze Zeit. Über mich. Die ganze Zeit immer nur Keys gemacht habe. Habe ich irgendwann die Kollision angemacht und mich noch mehr aufgeregt. Habe ich mal die Map gechanged und habe ich trotzdem gewonnen und die sich noch mehr aufgeregt. Ja, das ist. Die war richtig kacke. Ich kenne das so ein bisschen. Weil, entweder man ist lame oder man ist ein Hacker oder man ist schwul oder. Also, die finden ja dann so einige interessante Beleidigungen und Wörter, die auf jeden Fall viel mit dem Thema zu tun haben. Ich frag mich nur gerade, was du da hinten fabrizierst, aber mach ruhig. Eine Party mit dem Chicago. Achso, ja, ich sehe es. Der kommt sogar ran, der Junge. Was ist denn da los? Da sollte ich mal schön. Ja, überhol mich. Genau, genau. Ich würde sagen, ich gebe mal Nitro. Wir machen mal die Assi-Aktion und zwar einmal Bande. Zack. Zack. Und wer dreht sich gleich? Ich weiß nicht. Kommt jetzt die Kurve. Die Kurve des Todes. Ah!
Geschafft. Jetzt kommt die zweite Kurve des Todes. Hier habe ich ja letztens so einen neuen Bug entdeckt. Da bleibe ich ja irgendwie immer an der Laterne hängen. Also das ist wieder der Staub von an der Wand. Das. Und woher weiß ich jetzt, dass du mich wieder überholst? Weil du es immer tust in der letzten Kurve da hinten. Weil ich einfach zu dumm bin. Und jetzt war ich gerade auch schon zu dumm. Ich bin hier am Driften, so eine Sau. Da kann man natürlich nicht gewinnen. Ich weiß auch nie, wie schnell du hier rumfährst. Siehst du, der hat nämlich jetzt verschissen, weil der ist halt da lang gefahren. Aber du kriegst mich diesmal nicht. Oder? Boah, verdammt, du bist so ein Sausack. Verpiss dich! Nein. Oh, ja, voll. Ich hab's geschafft, oder? Ja. Schade. War ich wohl besser als du. Wie immer eigentlich, ja. Ist ja ganz klar. Ach ja. Ja, wir warten auf andere Spieler. Wir waren doch nur vier. Danke. War mir neu, dass wir mehr sind. Guck mal, ob sie weinen. Noch weint keiner. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Ich würde sagen, wir fahren erstmal noch eine Runde ohne Kohle. Wir können eine Runde Dings fahren hier eigentlich. Ach so, Dings. Dings, ja. Relay. Relay. Ja. So heißt das doch, oder? Ja, Relay. Relay. Ja, wir machen jetzt eine Relay-Runde. Eine Relay. Oh, ich darf ja. Ach, ich darf das ja aussuchen. Warum sage ich dir das überhaupt? Harte Bandagen. Freunde, zieht euch warm an. Wir fahren BMW. Was haben wir bekommen? Hey, der Typ hier. So. Ne, für alle da draußen. Wir haben ja gerade wieder ein paar Zuschauer. Der BMW ist tatsächlich der schnellste Wagen in Relay. Ja? Das glaubt halt nie einer. Ist tatsächlich so. Nur leider kam letztens ein Update raus. Da wurde das Ganze ein bisschen gefixt. Jetzt fährt er zwar immer noch die gleiche Geschwindigkeit wie vorher. Aber nicht mehr ohne Nitro. Das ist ein bisschen. Oh, guck mal, der fährt auch BMW. Das ist aber schlecht. Das heißt Anstrengung. Ich bleib sowieso am Baum hängen. Ist immer so. Oder ich nehme wieder drei Zäune mit und dann hat sich das Ganze auch. Dim. Ich frag mich immer noch, was das da für eine Burg ist. Oder für einen Stützpunkt. Weiß das einer? Wahrscheinlich nicht. Echt? Mit diesem wunderschönen Auto, mein absolutes Lieblingsfahrzeug, sind wir natürlich schneller. Ja, der gibt natürlich schon Nitro, weil der ist natürlich der absolute Oberking, der Ghost. Dann machen wir das Zäunchen kaputt. Ne, da fährt er natürlich weg, ne? Zäunchen macht er mir nicht kaputt. Oh, wow. Das war schon ziemlich haarig gerade. Das war schon ziemlich knapp am Bäumchen vorbei. Der fährt aber aufs Gerade, nicht aufs Fahrrad. Ja gut, aber wie ich ja das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob es gepatcht wurde oder ob es einfach nur vorher Einbildung war, aber wie gesagt, meines Erachtens verändert sich die Endgeschwindigkeit der Fahrzeuge nicht mehr durch den Hardcore-Modus. Mhm. Was ich ehrlich gesagt ziemlich unverschämt finde. So, dann mach mal. Da bremst der! Ich hab mich gebremst. Ja, ist klar. So, dann kann der aber mir jetzt die Zäune kaputt machen, wenn ich dann schlau genug wäre, hinter ihm zu fahren. Ja, Hauptsache ich nehme immer noch meinen eigenen mit. Und das ist das, was ich eben meinte, was jetzt gepatcht wurde. Hier, man fährt jetzt nur noch 260 mit Nitro. Das war vorher eben nicht so, deswegen war der BMW mit Abstand der schnellste Wagen hier. Und man hat alle abgezogen. Aber wie man sieht, ist der Kollege mit dem anderen Fahrzeug auch weit abgeschlagen. Ja, sehr weit. Also immer noch der beste Tipp. Fahrt BMW. Bei Rallye, sonst bitte nicht. Das ist nicht so schön. Jetzt bin ich wieder der Blöde, der den Zaun kaputt macht. Wie der abbremst, ist unglaublich. Wie lahm der wird. Mhm. Immer diese extrem temporeduzierenden Zäune. Und das geht schief. Nicht schief. Jetzt muss ich wieder wissen, wann ich wie Nitro gebe. Das ist jetzt wieder Glückssache. Ach ne, da kommen noch Zäune, ne? Ja. Verdammt, da muss ich den Typen ja vorlassen. Das wäre eigentlich schlau, jawohl. So, jetzt fährt der vor. Jetzt nee, tut schön nicht. Hinter dem herfahren. Boah, wir sind alle irgendwie durch Zäune gefahren, aber du schaffst es, glaube ich. Ich glaube, ich kriege den Typen noch mit Nitro. Gib er Nitro. Ich behalte mir ein bisschen was. Ja, den habe ich auf jeden Fall. Und dich hätte ich auch noch fast gehabt, aber nicht so wirklich. Du hast halt die Zäune da links nicht mehr mitgenommen. Das war mein Fail irgendwie. Ja.
Da kann das natürlich nichts werden. Ja, ich würde sagen, Feier des Tages, ne? Standardstrecke, Kollision, Hammer. Jetzt ist ja nur einer da. Egal. Der andere hat gequittet. Dem war es zu viel. Der war verwirrt, dass die BMWs nur gewinnen. Ne? Dem war das zu viel des Guten. Ich würde mir gerade eigentlich gern Kaffee machen, aber mit meinem Headset-Kabel komme ich leider nicht bis zur Milch im Kühlschrank. Abgesehen davon, dass alle aus dem Bett fallen, wenn ich hier die Kaffeemaschine anschmeiße. Zack, zack. Zack. Ah, vielleicht mache ich das erst am Ende der 20 Sekunden. Sonst geht der nachher raus, wenn ich jetzt hier die Zusammenstöße anmache und die Karte wähle. Das wäre nämlich schade drum. Um den guten Mitspieler. So, zack, zack, zack. Kollege, freu dich auf ein spannendes Match. Ich bin mal gespannt, was er für ein Fahrzeug wählt. Hammer, H1 Alpha. Los geht der Spaß. Ja, der fährt BMW, glaube ich. Rallye BMW ja. Fährt der. Habe ich gehört. Nee. Er will gewinnen. Alter, Philo, jetzt hast du den ganzen Quark in der Fresse kleben. Mach dich mal sauber. Dein Kater ist schon... Dein Kater ist schon einer. Ja, der ist schon nicht der hellste. Könnte man ja sagen. Wir auch. Ja, stimmt. Er lernt ja von guckt sich auch an, deiner ja. Familie. Da kann man das ja nicht anders erwarten. So, gucken wir mal, wie der bleibt stehen. Der bleibt einfach stehen. Och, warum bleibt der denn jetzt stehen? Ich dreh um. der will nämlich einfach... Der will einfach nur, der macht genau das, was man nicht soll. Stehen bleiben und die anderen das Rennen zu Ende fahren lassen. Einfach das Geld mitnehmen, Kollege. Das gefällt mir nicht. Fährst du eigentlich weiter? Ja. Ja, ist vielleicht ganz gut, damit einer das Rennen beendet. Guck mal, jetzt fährt er auf einmal. Was ein blöder Typ. Unglaublich. Das ist ja, was macht das für einen Sinn? Gott, man spielt doch nicht The Crew im Multiplayer. Ich meine, gut, der will einfach nur Geld farmen, aber man spielt doch nicht den Multiplayer und bleibt dann stehen. Das, oh Gott, könnte ich wieder. Naja, fahr ich auch mal ein bisschen weiter. Wäre eigentlich ganz schön, wenn ein paar Leute in die Lobby kommen, aber... Kennt ihr das Spiel? So, Banden-Action. Genau so. Aber ist dieses Fahrzeug halt einfach optimal geeignet. Ich habe 31 Sekunden Rückstand, das heißt, ich schaffe es nicht ins Ziel, so wie es zurzeit aussieht. Ja. Wenn ich mich jetzt richtig beeile, dann könnte ich es noch... 30? 30. Ah, ich krieg dich noch. Könnte auch vom Ziel stehen bleiben, wäre auch interessant. Nee, das macht's ja noch langweilig, dann dauert's ja noch länger. Jetzt bin ich wieder bei 31, verdammt. Ich fahre gerade nur 290 irgendwie. Ich bin hier, ich habe nitromäßig irgendwie versagt gerade. Ich habe überall da Nitro gegeben, wo es keinen Sinn macht. Bei niedrigen Geschwindigkeiten nämlich. Das ist gut. Jetzt ramme ich noch hier. Genau, jawoll. Ja. Warum nicht gleich so? Schade. Ja, ich finde es jetzt aber blöd, ne, wenn der Typ jetzt immer stehen bleibt. Ehrlich gesagt. Was haben wir denn für Zuschauer drin? Wir haben gerade 5 Leute Nein. drin, wie ich das sehe. Echt? Oh. Ja. Oh. Fanbase. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Mich würde mal interessieren, ob ihr gerade einfach so von Twitch und schon lieben zwei. Wo ich sage. Ja? Unglaublich. Unglaublich. Mich hätte interessiert, ob ihr gerade von Twitch zuschaut, einfach so, weil ihr den Stream gesehen habt, gefunden habt, oder ob ihr wegen Facebook bzw. wegen YouTube zuschaut. Das würde mich interessieren. Aber wahrscheinlich sagt's mir keiner. Manu. Ja, ich würde sagen, wir versuchen uns nochmal eine Runde. Oder der Typ geht jetzt sowieso raus. Dann können wir da rauchen gehen. Nice, hat er geschrieben. Ja, sehr nice. Sehr nice. Ja, können wir tatsächlich, wir lieben jetzt mal die Lobby. Wie Strafe. Ich habe mal gar nicht ausgewählt. Oder hast du das Rennen ausgewählt? Ja, ich.
Du Opfer, ey. So. Ist scheißegal. Ist zwar jetzt gerade ein bisschen assi, ne? Aber ist ja egal. Ja, ich gehe eben eine rauchen dann, oder? Ja, ich mach das auch. Ich mach jetzt einen Kaffee und gehe eine rauchen. Dann in der Zwischenzeit kann man sehen, wie meine Lobby lädt. Warum lädt das jetzt? Gott! Ja. Danke. Gut, bis gleich. Kommst du rein. So. Ja, also gerade im Stream. Tut mir leid für alle, die jetzt genau jetzt gerade reinkommen. Oder für den Kollegen, der gerade drin ist. Jetzt gerade 5 Minuten Pause. Ich lasse den Stream online. Ne? Aber wir sind beide gleich wieder da. Bis denn.
So, da sind wir noch wieder. Du bist nicht wieder da, ne? Nein, noch nicht. Ich finde es ja sehr schön, dass wir hier gerade die Fußgängerin eingeschlossen haben. Das hat mich die ganze Zeit schon amüsiert, als ich auf den Bildschirm guckte. Da ist der Paul. Kommt der wieder? Der Drecksau. Das ist der größte Drecksau, der es überhaupt hier gibt. Ja, und da wird er unsichtbar. Kaum Ja. ist er wieder da, wird er unsichtbar. Die schönsten Szenen verpasst, wie die Zuschauerin einfach, die Zuschauerin sagt schon, die Fußgängerin einfach die ganze Zeit gegen unser Auto läuft. War ein Traum. So. Und was ich mal sagen möchte, das finde ich an Twitch nämlich sehr schön, im Gegensatz zu YouTube, dass ich hier theoretisch schon jeden einzelnen Zuschauer feiern kann, weißt du? Weil es live ist. So, und deswegen grüße ich gerade den einen, der jetzt über die 5 Minuten Pause weitergeguckt hat. Den grüße ich mal ganz nett. Der hat wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich keinen Twitch-Account, ne? Sonst könntest du ja mal Hallo sagen. Ja, ich finde das sehr schön. Ja, ich finde auch Streams so, das kann man nebenbei einfach mal so ein bisschen anhaben. Ist auch immer gut. Paul, du bist unsichtbar. Doch. Ich nicht, ne. Ich sehe mich. Ich bin nicht unsichtbar. 2 von 4 Spielern. Ja, immerhin. Ja, aber das ist ja schon mal gut. Das heißt, wenigstens hat die Lobby gecheckt, dass wir suchen. Das klappt ja auch nicht immer. So, ich nehme jetzt mal hier den Aston Martin nochmal. Fahr mit dem ein bisschen Kurven. Bis die Lobby hier was geschissen kriegt. Das wäre ganz schön. Ja. So. Ein schönes UO. Ja, das war nix. Dabei sieht die Kurve eigentlich sehr annehmbar aus. Ich versuch's nochmal. Wir drehen nochmal um. Sieht eigentlich so aus, als könnte man da durchdriften. Aber ich wahrscheinlich nicht, weil ich bin da zu blöd zu. Oh yeah, ich bin einfach zu schnell. Gott. Aber ich glaube, der Wagen kriegt es vom Winkel auch nicht geschissen, dass man den so lange in den Griff halten kann. Bist müde? Ich auch. Dabei habe ich 6 Stunden geschlafen, aber das ist, meine Freundin meinte eben, das sei wenig. Nö, ist doch voll okay. Ja, ich finde das auch normal, aber. Ich hab. Wann war ich so wach? Ich bin einfach nur, warte, 2 Uhr habe ich erst mal aufgewacht, danach immer wieder eingepennt. Also, keine Ahnung. 7, 8 Stunden. Ja, du hast auch kein Leben. So. Wie sagte man letztens im TS zu mir oder fragte man mich? Ich hab einfach gesagt, ich bin harter. Ich bin einfach harter, ja. Und gerade deswegen habe ich einfach keine Zeit für YouTube-Videos, weil da hat man ja auch keine Zeit, weil man ist den ganzen Tag ja beschäftigt mit sich selbst. Ja, mit sich selbst beschäftigt, das bin ich sowieso den ganzen Tag. Ja. Ach ja. 3 von 4, das sieht doch schon mal traumhaft aus. Es fehlt nur noch einer. Es könnte losgehen bald. Und du musst nicht meinen, dass wir das hier nicht auffällt, ne? Aber du bist am Schlafen. Das heißt, du bist inaktiv. Das ist förmlich unvertretbar, könnte man sagen. Na, ich hätte schneller meine Taste gedrückt, ne? Jetzt habe ich hier gerade so schöne Laternen gefunden. Ne? Versuchen wir doch mal hier. Na, jetzt hören die Laternen auf. Man muss wohl drehen. So. Komm schon, ein Spieler. Mir fällt gerade auf, dass ich noch nichts gegessen habe. Ich sollte mir gestern was zu essen machen. Deswegen habe ich auch mega Hunger. Lobby? Lobby. Schön. Was haben wir eigentlich? 7. 7. Oh Gott. Trials King. Ah, dann können wir mit dem ja gleich mal eine Runde Relais fahren. Ja. Hauptsache, der Typ lässt erstmal Kollisionen an. Und Verkehr, also Kollision ist mir ja noch egal. Aber Verkehr. Traumhaft. Er kriegt wahrscheinlich nicht mehr. Boah, doch, danke. Aventador. Aventador. Aventita tuta. Und guck mal, Ratatam. der fährt auch rein. Ich dachte, der fährt einen Mutschi. Macht er aber nicht. Macht er nicht.
Die PvP-Lobbys sind der beste Ort, um dein Ansehen zu verbessern und das Gehalt zu steigern. Ja. Ja. Habe ich jetzt schon öfter gesehen. Erzähl mir mehr. Achso, jetzt muss man sich ja konzentrieren, weil die Kollisionen an sind. Ich werde sowieso direkt weggekickt. Die? Ich sehe schon, ja, ich meine. Oder hat er die jetzt noch ausgemacht? Ja, der hat die ausgemacht. Soll ich mal testen? Ich will aber nicht so viel Nitro geben am Anfang, das ist totaler Schwachsinn. Aber ich kenne die Strecke nicht so gut. Okay, sieht aus, ja. Du hast es erfolgreich bewiesen. Dabei wolltest du mich eigentlich nur von der Straße kicken, richtig? Ja, ja, genau. Du bist aber anscheinend zu blöd zum Autofahren, so wie ich gerade auch. Ich auch. Oh, da kommt der andere Kollege, aber gut. Ist bei dem Fahrstil auch gerade kein Wunder. Ich wäre gerade fast links, ich hätte es gerade fast wieder gemacht. Ich hätte gerade fast das Unglaubliche wieder getan. Wow, warum driftet die Karre denn? Was ist da denn los? Nein! Ja, Freunde, das war's. Komm. Ein paar Plätze müssen noch drin sein. Ich komme da wieder ran. Macht da sowieso alle Fehler. Kann doch nicht sein hier. Ich mag die Map nicht. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist, nee. Nee, einfach nee. Ja. Dann bleibe ich in der Innenkurve hängen, ey. Das ist doch nicht normal. Yeah, yeah, Juli, ich fahre mir aber auch eine Kacke zusammen, ey. Jeder Bremspunkt falsch gesetzt. Was ist denn da los? Vielleicht sollten wir gerade mal auf deinen Monitor umschalten. Na, wäre wahrscheinlich besser. Das wäre echt ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn wir jetzt zusammen in einem Netzwerk wären. Weil man kann, wie ich das gelesen habe, nämlich auch einen Fremd-PC zum Streamen nutzen. Ich fahre mir gerade cool. Aber auch scheiße zusammen, also von daher. Ja, ich. Oh Gott. Ich meine. Vielleicht soll ich es besser lassen mit dem Rennfahren. Nee, das ist ganz cool, wenn du nämlich ich habe ja eigentlich einen zweiten PC hier stehen, das könnte ich eigentlich ja machen. Weil dann übernimmt der zweite PC die ganze Aufgabe von den Stream-Ressourcen. Und der eine PC kann sich selber aufs Spielen konzentrieren. Dann wäre es wahrscheinlich auch möglich, dass ich 1080p in 60 FPS streame. Das wäre dann möglich. Aber gut, ganz ehrlich, man sieht wahrscheinlich sowieso keinen Unterschied. Dafür, dass einfach die Texturen sowieso so rum verschwimmen. Ja, das verkackt mal so ein bisschen, oder? Ja, in der Tat. Aber auch noch beide. Das ist ja immer so, wenn man immer dieselben Fehler. Ich drifte mir aber auch gerade hier einen zusammen, was ist denn los? Das liegt daran, dass ich gerade den Aston Martin gefahren habe. Und die ganze Zeit am Driften war, glaube ich. Deswegen habe ich jetzt hier irgendwie auch das Bedürfnis dazu. Was ein bisschen dämlich ist. Ja. Gut, immerhin. Vierter, ja, Vierter. Gar nicht mal so gut. Gott. Das können wir ja nicht auswählen, das ist ja schlecht. Und Hauptsache, der gewinnt mit der Karre. Der gewinnt mit dem LaFerrari. Schande über uns. Und natürlich ist einfach Ferrari rot. Klar. Der war die Italien-Dinger da vorne gewonnen. Mein Stream sagt mir gerade, dass ich 640 verworfene Frames habe. 0,5%. Das ist schlecht. Ehrlich gesagt ist das schlecht. Aber mit dem Streamer bringe ich wenigstens, Hauptsache der macht hier, ne? Mit dem Stream bringe ich wenigstens meinen Prozessor mal ein bisschen in die Last. Weil, ja. Ich habe so zwischendurch, habe ich so bis zu 80%. Das ist mega lustig, das schaffe ich sonst nie. Da lohnt sich ja der Prozessor mal. Ja? Normal brauchst du das Ding überhaupt nicht, weil der immer bei 40% rumpimmelt. Irgendwie habe ich heute, ich habe es heute mit Pimmeln, ich weiß nicht. Alle würden wieder sagen, ach, der Kölner, ja? Der hat es natürlich damit. Aber das Wort habe ich heute. Ja, ich hatte du bist kein Kölner, nur weil du in Köln wohnst. Halt's mal. Du bleibst Eifelbauer. Eifelbauer, stimmt. Okay, ich bin Eifelbauer und hatte heute den Pimmel so auf dem Mund. Also das Wort. So, wenn wir das jetzt auch verlieren, dann zweifle ich langsam. Aber jetzt fährt der Typ. Ne, das ist der andere, ne? Der hat eben nicht gewonnen. Der jetzt den Königsegg fährt, hat eben gewonnen.
Echt? Also wenn ihr jetzt mit dem Königseck gewinnt, ne? Sorry. Aber dann, werde ich... Oh Gott, was ist denn da? Ey, das ist doch nicht normal. Ich raste aus. Gott. Gott. Boah, wie ich mich gerade abfacke. Naja, ich glaube, wird nichts. Diese Runde. Was ist denn los, ey? Ich hab den Multiplayer. Der Königssekt nicht mehr bei 350 abgeriegelt. Fährt der schneller, oder was? Der hat mich dann bei 380 überholt. Wobei, ich glaube, der Königssekt war auch. Alter, ich mach. ich mach eine Scheiße. War der nicht voll mit Nitro trotzdem darüber zu treiben? Keine Ahnung. Ich mein schon. Ich mein schon, dass das so wäre. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hör mal, wir spielen auch nicht erst eine Stunde, oder? Ahnung. Oder schon. Also mein Programm sagt gerade, wir spielen eine Stunde 10. Finde ich etwas seltsam. Kommt irgendwie eher vor wie 10 Stunden. Naja. Wobei, ihr könnt auch hinkommen. Vier Sekunden Rückstand, ey. Schande über mich. Was ist denn los? Ey, ich mache auch jeden Fehler, den man machen kann. Komm, den krieg ich noch. Nein. Schade. Ja eigentlich auch CS-Streams. Viele. Ja. Finde ich eigentlich lustig, weil eigentlich legt man ja da enormen Wert auf jeden einzelnen FPS. Was ein bisschen überzogen ist, aber so ist das ja normalerweise. Ja, es gibt Leute, die CSGO zum Beispiel streamen oder so. Auch gute? Ja. Okay. Weil das ja eigentlich, also der typische CS-Spieler wird wahrscheinlich sagen, ich kann nicht streamen, weil das kostet mir zu viele Ressourcen. Über den ECS gesagt. Rennstrecke, was meinst du? Über den ECS gesagt. Und ESL. Oder? Ja, ja. Aber, also die werden auch übertragen. Aber da wird wahrscheinlich dann, wenn die übertragen werden, dann ist ja das, was ich eben meinte. Dann, wird das über einen anderen PC realisiert. Wir. Ja, den natürlich. Ist doch logisch. Was fährt der? Erstmal auf Dings fahren. Auf Dings umstellen, sonst wird das nichts. Mit Hardcore geht das schief. Jetzt nicht, aber... So, jetzt muss ich umstellen. Oh Gott, das dauert alles immer viel zu lange. Ich sehe, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren aufs Fahren. Alle fahren an. Option speichern. Ja, beenden. Jetzt kann ich wieder Nitro geben. Sonst haben wir wieder Alt Escape. Jo. Hauptsache, du kannst einfach auf alle Fahrhilfen sogar über die Dinger hier drüber springen. Ja. Unglaublich, ja. Und sonst kannst du nicht mal die Kurve normal fahren. Typ, ist der stehen geblieben? Hinter mir. Okay. Warte, ich schütte hier rum. Ein Stecken ist mal rein. Scheiße. Weiß. ich eigentlich nicht, aber ich kann mich bei dem Spiel nicht so richtig auf Rennstrecken einlassen, weil einfach das Handling dafür ja, ungeeignet ist, sagen wir mal so. Da muss man ein paar andere Spiele spielen, die sind dann etwas realistischer. Hier kannst du die Kurven gar nicht so fahren, wie du brauchst. Weil wenn du die hier so fährst, wie du sie eigentlich fahren müsstest, dann verlierst du da doch noch mehr Zeit. Okay. Fail, egal. Lässt sich nicht mehr retten, aber der Typ ist reingekommen.
Ich weiß hier leider, ich fahre die ja, wir fahren die ja generell sehr selten. Ich habe hier keine Ahnung von dem Bremspunkt. Ich habe hier auch keine Ahnung, wann ich hier Nitro geben muss. Jetzt kommt der ran, ey. Ich kann mich wirklich spielen lassen. Gott, und schon wieder verbrennen, das ist unglaublich. Ich bin der Typ verkackt irgendwie auch, aber. Ist nicht so gerade das Allergelbste vom Ei hier. Heide, nein, ich. Gleich ist vorbei. Oh. Bist du noch da? Hast du wieder Anzeigetreiber? Ich. Nee. Okay, also diesmal habe ich einen härteren Fehler als sonst. Ah, okay.